Werden Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie hier. Sistak. Hier war ich doch schon bei dem. Meine Badewanne wieder anbauen. Hast du die Badewanne abgebaut? Wenn du willst, dass sich etwas bewegt, dann beweg dich. Das sind doch die Sprüche im echten Leben. Für mich, um irgendwelche Leute da rumtanzen zu sehen. Also ich sag dir was, TikTok macht süchtig. Da musst du ganz schnell wieder loskommen von. Hab ich selber gemerkt. Bei mir ist es so, dass wir ganz viel Zeit da drinne hatte einen kleinen Wasserschaden. Ey, da zum Glück hast du es gemerkt, wa? Stell dir mal vor, du kriegst es gar nicht so schnell mit. Ja, ich hab das mal, wir wollten mal ein Haus kaufen, ganz zu Beginn. Da hatte der auch einen Wasserschaden. Da war in der unteren Etage alles schwarz, ne? Weil die ganze Wand alles, das ist irgendwo in den Zwischenraum in die Wand reingelaufen. Und er hat es erst gemerkt, als die Wand schwarz war. Ein Händler, warte mal, halt stopp. Das ist doch ein Händler. Ich schaue auch kein YouTube, nur ganz selten. Bin ich so der Fan von irgendwelchen Videos, die zwanghaft lustig sind. Ja, meine sind natürlich nicht zwanghaft lustig. Meine sind einfach so gut. Nicht? Bin mir kein Wasser aus der Küchenlampe. Uiuiui. Gleich Funken mitgezogen. Da hast du dann gehört, das knistert irgendwas. Da wusstest du doch, uiuiui. Oh Mann. Gefährlich, gefährlich, ey. So, Anleitungen, die kosten ja nichts. Aber Chemie habe ich nicht. Ich nehme die mal mit. Aber guck mal, hier ist sonst nicht viel zu holen. Machtwelle. Na, danke. Warte mal, ich kann mal was verkaufen. Wir können ja ganz kurz mal gucken. Was kann ich hier... Konservendose brauche ich nicht. Rechtzeitig gesehen und nur ein Anschluss undicht. Hab's behandelt, trocken gelegt und heute wieder funktioniert. Oh Mann, ey. Wie weit bist du in Elix? Das ist... Knoche, das ist, sagen wir mal noch, das ist noch der Anfang. Ich habe jetzt so um die 22 Spielstunden und wer gut ist, der sagt so 75 Stunden braucht man schon. Also hier habe ich noch eine Menge vor mir und eigentlich ist es immer so, dass ich mir sage, das lohnt sich gar nicht, hier zu überlegen, dass ich das überhaupt durchspielen kann. Das geht gar nicht. Das ist gar nicht zu schaffen, ne? Zumal ich ja auch ganz gerne die Survivalists mal spielen würde. Ich weiß gar nicht, wie es gehen soll. 28 Krallen. Guck dir mal die Kohle an hier. 67 mal 10, ne? Zack, bumm. Ein paar Knochen. Weg damit. Metallschrott und Elektroschrott hier. Irre. Das ist ein wahnsinniges Geld, was ich hier einstecken habe. Was man aber gar nicht so mitkriegt, ne? So, jetzt gehen wir weiter hoch. Und mein Sohn, der sagt immer, Papa, wir müssen mal wieder Terraria spielen. Wir müssen mal wieder Roblox spielen. Wir müssen mal wieder das spielen. Und ich sag immer, du, ich hab tatsächlich... Mit Elex bin ich so voll ausgerüstet. Und ich bin halt auch... Ich will es einfach auch mal durchziehen, zu sagen, ich bleibe auch mal bei einer Sache. Weil Dinge immer nur anzufangen und dann abzubrechen... Weil das ist ja so. Wenn ich jetzt einmal die Survivalists anfange, da weiß ich doch, da ist das mit Elex durch. Ne? Und das ist halt so ein Punkt. Ich will einfach auch mal was durchziehen. Ne? Und gerade das hier macht mir auch wirklich Spaß. Ein herrliches Spiel, wirklich. Hier liegt... Oh, guck mal, was liegt denn hier? Ach, auch bloß eine Machtwelle. Also Machtwellen habe ich ganz viele. Der nächste wird abgeschalten. Zwei Stück schon. Komme ich jetzt ein Level hoch? Ne, immer noch nicht, ne? Ach. So, den Paras mache ich jetzt mal weg, wa? Gerade steht ganz wieder auf Nummer 1 bei mir und Mario World wird vernachlässigt. Was, wirklich?
Wirklich jetzt? Du bist jetzt... Dann mach doch Streams zu Terraria. Glaub mal, da hast du richtig Zuschauer. Terraria ist bei mir mal echt viral gegangen, ne? Aber ich komm einfach momentan... Ich komm da nicht mehr ran. Wenn ich das so viele Stunden investiert habe, dann ist das so schwer. Ich komm dann immer nicht mehr ran, ne? Ich geh mal auch hier mal aufs Dach. Mal gucken, ob ich da noch irgendwas finde, bevor ich wieder runterlaufe. Mit dem Typen unten quatschen. Steht hier jemand? Steht hier irgendwas? Nischt. Nein, so nicht. Offstream einfach. Ich sollte eigentlich Mario mehr üben. Naja, du kannst natürlich auch Dead by Daylight üben. Du kannst ja im Grunde kannst du alles üben, nicht? Aber ich zum Beispiel spiele nur online, weil ich, also, wobei ich mir jetzt wirklich überlegt habe, ob ich die Survivalists offline spiele. Einfach mal abends hier ein paar Minuten. Oh! Hier ist auch eine Werkbank, guck mal. Eine Goldraune liegt hier rum. Ja! Hab ich doch, hat doch der Ronny mal richtig gemacht hier. Da war gerade so das Geräusch. Habe ich irgendwas besonders Gutes mitgenommen? Splitterraketen. Ja, auf dem Dach sollte man schon mal gucken gehen hier oben, ne? So, und jetzt muss ich wieder runter. Genau, also habe ich mir auch wirklich auch überlegt, dass ich die Survivalists offline spiele, so am Tag 20, 30 Minuten und dann YouTube-Videos draus mache. Genauso habe ich mir das also auch tatsächlich überlegt, weil ich in den Streams samstags und sonntags immer so ein, zwei Stunden einplane. Da spiele ich dann eben Elex und das kann ich ja wirklich offline machen. Oh, es ist ja kalt hier unten. Schnell weg. Schnell weg. Und jetzt gehe ich hier wieder rein. Wo ist die Tür? Aber gleich wird Mario gesuchtet. Hab 14 Stunden sturmfrei und dann kann ich mich schön fluchend an meinen Fernseher setzen. Ah, hier war ich doch schon mal heute. Wo ist denn jetzt dieses blöde Vieh, Mann? Die Eingangstür meine ich. Die kann doch nicht an der Seite sein. Doch, die ist an der Seite. Jetzt kämpft die erstmal wieder da hinten, ne? So, mal gucken, ob ich jetzt mit denen darüber reden kann, dass ich schon zwei so eine Dinge abgeschalten habe. So. Der Süderbesser-Konverter schweigt. Ja, moin. Wäre dieser Stein des Mosaiks gelegt. Die Soldaten in Xalkor werden sicher nicht lange auf sich warten lassen. Wir werden uns auf ihre Ankunft vorbereiten. Und die anderen Konverter? Unwichtig. Wir haben hier erst einmal alle Hände voll zu tun. Du weißt, wie man sie abschaltet. Bis später. Und herzlichen Glückwunsch zu Pokémon. Entscheide selbst, ob es strategisch klug ist, weitere von ihnen lahmzulegen. Wenn du willst, dass sich etwas bewegt, dann beweg dich. Okay. So, jetzt würde ich sagen, wir haben also hier offenbar... Storytechnisch was bewegt. Ach, aber ich habe nur einen Attributspunkt, ne? Dann kann ich den ja auch... Ach, das hebe ich mir jetzt auf erstmal. Hier. Dann muss ich mal zu den Ausbildern gehen. Guck mal, Intelligenz habe ich hierfür. Das ist so interessant hier. Dann suchen wir jetzt mal den alten Mann. Dann gehen wir jetzt mal zu dem. Ich mache heute mal richtig Story, ne? Okay, da kommen wir hin. Dann laufen wir einfach nach Norden. Das kriegen wir hin. Und es ist auch gleich schon wieder Ende für heute. Wir laufen noch zu dem alten Mann. Und dann bin ich für heute schon wieder raus. Und dann muss ich nämlich noch ein bisschen bauen. Ich will nämlich noch ein Fenster abdichten. Und dann muss ich es einmauern. Das wird spannend. Also was heißt einmauern, ist auch falsch. Ich muss es halt natürlich verputzen. Eingemauert ist, also ist ja schon eingebaut. Ist es ja schon. Aber das ist halt schon, es ist undicht. Da erst zum einen zieht da Luft rein, zum anderen kommt da überhaupt ein Viehzeug rein. Und das, ich habe das jetzt irgendwann mal rausgefunden. Ich habe einfach, wieso haben wir denn so viel Viehzeug hier im Keller? Ja, das Fenster ist einfach oben und unten nicht dicht. Ja, und jetzt will ich das zu einem Hobbyraum umbauen. Da will ich meine Streaming-Ecke reinmachen und alles soll da rüberziehen. Und da habe ich auch einen Stepper drin und ein Fahrrad. Da könnte ich zum Beispiel beim PlayStation-Spielen auf dem Fahrrad fahren oder so. Aber das ist halt, das steht alles so rum wie in der Rumpelkammer, weil es da einfach nur reingestellt wird. Und dann ist halt gut. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt fasse ich das mal an und gehe da auch mal ran. Und da habe ich jetzt oben Acryl auf der, auf der Heizung liegen. Das Scheißvieh sucht Ärger. Und Putz habe ich auch schon da. Manne! Lass mich doch mal einfach in Frieden, ihr Mistviecher. Irgendwann, wenn ich genug Granaten habe oder der Flammenwerfer wieder am Start ist, dann mache ich euch so fertig, Freunde. Ich mache hier alle Viecher, mache ich so weg. Hat hier jemand geschaut? Ja, das sieht gut aus. Mehr davon.
Von wovon? Von Elixid? Hier hat doch jemand geschlafen, oder? Ist hier oben noch irgendwas? Aber hier ist kein Bett drin. Wäre aber eine, im Grunde wäre es eine nette Höhle, ne? Das wäre sowas für Fritz Meinecke, ne? Leben unter, im Tunnel. Guckt ihr euch das eigentlich auch an, so diese Seven vs. Wild Geschichte momentan? Die da ja, sagen wir mal, ein bisschen, ich will nicht sagen im Hype ist, aber ein bisschen halt im Hype ist, ne? Wie komme ich denn jetzt da hoch? Komme ich hier nur, indem ich da hochfliege? Da reicht bestimmt mein Teleporter irgendwann nicht mehr aus. Und es wird bestimmt auch gleich kalt. Also muss ich Kälteresistenz lernen. Wie es aussieht. Ich setz mal die Kapuze wieder auf. Ich glaube, rüstungstechnisch ist die einfach ein bisschen besser. Na, Rüstung plus 3. Da kämpft Viehzeug. Ist okay, sollen sie mal. Da kann ich einfach dran vorbeirennen. Aber die frieren ja offenbar auch. Der alte Mann, was macht er denn? Wo lebt er denn? Ach, da lebt er doch bestimmt drin. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie damals Xardas bei Gothic, ne? An so einem abgelegenen Platz, einfach so. Bei Gothic 2 oder wo war das? Da war das ein Ork, der so lebte, ne? Einfach irgendwo im Wald. War das bei Gothic 2 oder war es auch bei Gothic 1? Der Schamanen-Ork. Das ist der alte Mann. Auch große Männer fallen, wenn ihnen die Macht des Elex genommen wird. Karl Sadom, einst geistiger Führer und oberster Berater des ersten Elexids. Dich hier lebend zu finden, überrascht selbst mich. Es heißt, du seist in deinem Exil dem Entzug erlegen, alter Mann. Ja, Jax. Es war ein harter Weg. Der weiß auch gleich, wer ich bin. Den labenden Strom des reinen Elex entrissen, habe ich viele Wochen im Fieber und dem Taumel der Zweifel verbracht. Doch am Ende gelang es mir, einen Weg zu finden, damit zu leben. Wie ich sehe, hast du deinen Gang durch die Irrwege der Emotionen noch vor dir, Commander. Deine Erscheinung verrät mir, dass es dir nicht gut geht. Was ist geschehen? Nichts, was ich nicht wieder unter Kontrolle bekommen könnte. Ich sehe keinen Grund, warum ich mich dir anvertrauen sollte. Ach Mist! Wir beide sind jetzt Abtrünnige, verstoßen und verfolgt vom eigenen Volk. Damit sind wir uns näher als jeder andere unseres Volkes, findest du nicht? Mein Gleiter wurde vor der Vollendung meines Auftrags für die Direktive abgeschossen. Elexitor Kallax ließ mich daraufhin exekutieren. Aber ich bin noch da und ich werde nicht mehr straucheln. Ich will in den Eispalast. Was der für eine Körperfigur hat, ne? Dieses breite Kreuz und so. Das sieht man jetzt erst mit der Klägerrüstung so richtig gut, ne? Als ich es vermutet hätte, wie kann ich dir helfen? Ja, also im Grunde brauche ich es alles, ne? Deine Verbannung kam für uns Soldaten ziemlich unerwartet. Deine Kraft und dein Einfluss waren für uns andere bis zu dem Tag immer ein großes Leitbild. Im Grunde habe ich die Entscheidung dazu selbst getroffen. Tarek, der erste Elexitor, verfolgt mit den anderen Elexitoren eine Politik, der ich nicht mehr folgen kann. Tareks Logik ist brillant, jedoch hat sie trotzdem einen entscheidenden Fehler, sodass er das große Ganze nicht mehr klar sehen kann. Und das wäre? Nein, nein, dafür ist es noch zu früh. Es würde zu nichts führen. Ich bin in die Verbannung gegangen, um nicht wieder die alten Dinge diskutieren zu müssen. Als alter Eremit, wie die freien Menschen mich heute nennen, habe ich hier draußen meinen Platz gefunden. Auch du bist den Idealen der Direktive dein Leben lang gefolgt, aber glaub mir, wenn du nur lange genug hier draußen in der Wildnis verbringst, siehst du vieles mit anderen Augen. Okay, da wollen wir mal ganz kurz gucken, ob wir hier was kriegen. Ich brauche Waffen und einen Weg, meine Kampfkraft zu verbessern. Der Entzug hat uns beide geschwächt. Alles, was ich dir anbieten kann, ist mein Wissen. Ja, dann wollen wir mal ganz kurz gucken. Ach so, Wissen ist schon mal hier nicht. Hilf mir, in den Eispalast zu kommen. Du weißt genau, dass ein nicht autorisiertes Eindringen unmöglich ist. Ohne die richtigen Zugangscodes kommst du nicht einmal über den ersten Verteidigungswall. Die Maschinen in Xarkor vernichten alles, was sich auch nur in die Nähe des Eispalastes ohne Autorisierung verirrt. Dann muss ich mir eben diese Codes verschaffen. Jeder Alp, der uns Abtrünnige lokalisiert, eröffnet sofort das Feuer. Wie willst du, ohne gegen unsere eigenen Leute kämpfen zu müssen, an die Zugangscodes kommen? Mit Suggestion! Mit Suggestion! Ich muss halt einen anderen Weg finden. Es wäre in jedem Falle ein wohlwollenderer Weg. Trotzdem bleibt, dass man sie aus ihrer schwer bewachten Festung und Sicherheit herauslocken müsste, um erfolgreich zu sein.
Alpsoldaten, die sich in die Länder der freien Menschen vorwagen, tragen selten die Codes der inneren Bereiche des Eispalastes bei sich. Und das aus guten Gründen. Unautorisierte wie wir haben es damit noch schwerer, in den Eispalast zu kommen. Aber das weißt du ja besser als ich, Commander. Was soll sie also veranlassen, das zu ändern? Die Direktive. Der große Plan und oberstes Ziel aller Alps. Das Elex muss weiter gefördert werden. Erst wenn sie die Einhaltung der Direktive gefährdet sehen, würden sie ihre Festung in großer Zahl verlassen, um die Elex-Förderung wieder in Gang zu bringen. Der einzige Weg, den Elex-Strom in den Eispalast von Xakor zu stoppen, ist es, die Konverter zu zerstören oder zumindest sie abzuschalten. Jetzt verstehst du, was ich meine. Okay, die Konverter sind aber ebenfalls schwer bewacht. Die Konverter sind ebenfalls schwer bewacht. Das sollten sie zumindest. Aber zwei haben wir schon. Aber der Alps ist nicht mehr so stark wie noch vor ein paar Jahren. Viele von uns sind hier draußen in den Ländern der freien Menschen gefangen. Die Rüstung sieht auch so geil aus, ne, von ihm. Einige Konverter sind verwittert oder haben ihren Betrieb eingestellt wie der in Edan. Doch der trägt auch noch diese Rüstung. Den Eispalast erreicht, den haben sie ihm nicht geklaut. Wird sich nichts ändern. Die haben sie ihm nicht geklaut. Du kooperierst mit den freien Menschen? Für die einen bin ich nur ein alter, ausgebrannter Mann. Ein Eremit, der seinen Lebensabend in den Bergen verbringt. Aber die meisten meiden meine Nähe. Sie verurteilen dich für deine Taten als Elexitor und haben Angst vor dir. Ja, wie ich schon sagte, der Anfang war schwer. Doch die Zeit hat mich vieles ertragen. Und auch vergessen lassen. Okay. Lass uns noch einmal über deine alte Stellung am Eispalast reden. Ich sagte dir doch bereits, dass ich das hinter mir gelassen habe. Unsinn. Du machst mir nichts vor. Deine Gedanken drehen sich um eine Machtübernahme im Eispalast. So? Und was macht dich glauben, dass dem so ist? Der Separatistenanführer Sestak ist der Überzeugung, dass du einen Krieg gegen den Hybriden planst. Und du glaubst ihm das? Seine Argumente waren schlüssig. Es ist offenkundig, dass du mächtiger bist, als du es vorgibst. Ich kenne dich. Du hast noch niemals einfach aufgegeben oder eine Schlacht verloren. Du redest von Elex-Entzug und schweren Zweifeln, die dich plagten, seitdem du hier draußen bist. Doch das passt weder zu deinem Erscheinungsbild, zu deiner Selbstsicherheit, noch zu deinem Charakter. Also beenden wir dieses Theater und sprechen Klartext, Sardau. Okay.